Applaus und Standing Ovations gab es beim letzten Frühjahrskonzert, dem 55. das unter dem Motto 80 Jahre Kapellmeister Professor Philipp Frohmann stattfand. Ein außergewöhnliches Festkonzert für einen Mann, der 58 Jahre am Dirigentenpult des MV-Stadtkapelle Mura zu sehen war und mit seinen Musikerinnen und Musikern Musikgenuss auf höchstem Niveau ablieferte. Alles, was bundesweit in der Blasmusik Rang und Namen hat, war als Gast ihm zu Ehren angereist. Das kann man sowieso nicht richtig erfassen. Mir geht es wahrscheinlich so wie den Skifahrern, wenn sie einen Sieg erreicht haben und den sie nicht erhofft haben, dass sie dann momentan die Situation nicht voll einschätzen können. Das ist bei mir natürlich heute auch so. Erstens einmal durch die lange Zeit, die man das macht, und dann, wenn so viele Freunde kommen, das berührt einen natürlich, das ist ganz selbstverständlich. Das Musikprogramm spannte sich wieder anspruchsvoll, von Vivaldi und Tschaikowski bis hin zu Sepp Danz und Hans Zimmer. Beeindruckende Trompeten-Solo-Auftritte gab es auch von Jürgen Brunner und Thomas Berner. Das ist ein sehr gemischtes Programm, um wirklich jeden im Publikum mit Musik zu erreichen, weil die Geschmäcker sind sehr verschieden, und da habe ich eben wieder versucht, möglichst alles abzudecken, wie im Programm schon angekündigt war, eben über einen Zeitraum von 300 Jahren. Auch einen Jungmusikerbrief gab es zu überreichen, nämlich an den Schlagzeuger Max Brodinger. Als Landeskapellmeister hat Professor Frohmann nicht nur in der Steiermark die Blasmusik entscheidend mitgestaltet, sondern auch österreichweit als Bundeskapellmeister-Stellvertreter. Mit einem Geschenk des Landes Steiermark und einem Blumenstrauß für Philipps Ehefrau stattete Landeshauptmann Schützenhöfer einen Überraschungsbesuch ab. Ja, es war ein weiter Weg von Bad Assedo her nach Mura und dann wieder nach Hause, aber der Philipp Frohmann ist eine musikalische Ausnahmeerscheinung. Er hat in der Tat ein großes musikalisches Lebenswerk vollbracht. Über 9,5 Jahre, da ist er schon Kapellmeister des Musikvereins Stadtkapelle Murau geworden. Und der war das jetzt 58 Jahre, das gibt es ja nirgendwo. Er war darüber hinaus 28 Jahre Vorstandsmitglied, davon 15 Jahre als Landeskapellmeister im Blasmusikverband Steiermark, Musikschullehrer, Musikschuldirektor, Bezirkskapellmeister. Und vor allem, er hat viele Kompositionen geschrieben. Wir haben eine CD herausgebracht, Ein Land voller Klang, wie wir ein Jubiläum des Blasmusikverbandes gehabt haben. Und da haben drei Kapellen gespielt, je sechs Märsche. Eine davon ist Murau unter seiner Leitung mit den verschiedensten Märschen, auch mit dem Murauer Jubiläumsmarsch, den er komponiert hat. Und wissen Sie, das ist ein Vorbild. Der hat hunderte Kapellmeisterinnen und Kapellmeister ausgebildet. Ich erinnere mich gut an seine Vorträge bei der Jahreshauptversammlung. Präzise, auch humorvoll, auch streng, wenn es sein musste. Geradlinig, scharfsinnig. Ja, und wir sind auch Freunde geworden. Jetzt ist auch der Landeshauptmann gekommen. Freut Sie das? Ja, selbstverständlich freut mich das. Ich habe mit dem Herrn Landeshauptmann in meiner Funktion als Landeskapellmeister hier sehr eng zusammengearbeitet in vielen Dingen. Und wir haben uns persönlich schätzen gelernt. Und dieses persönlich bringt er heute mit seinem Besuch zum Ausdruck. Thank you.
Ich habe den Philipp ganz, ganz oft getroffen. Er war die musikalische Größe bei uns im Bezirk Murra, aber auch auf Landes- und auf Bundesebene. Und er war derjenige vor allen Dingen, mit dem ich viel zu tun hatte, weil er war der Gründer der Musikschulen in Murra. Und wenn wir heute all unsere Blasmusikkapellen so gut ausgerüstet haben, dann hängt das natürlich mit der Musikschule zusammen. Und da war Philipp Fuhrmann derjenige, der die Musikschulen geboren hat. Und das ist die große Verbindung, die ich zu ihm habe. In der Stadt Murra wird er immer als Gründer der Musikschule und erster Direktor sowie als musikalischer Mitgestalter unzähliger Veranstaltungen unvergessen bleiben. Bürgermeister Kalche überreichte ihm die gläserne Murna von Rudi Hirt. Philipp Fuhrmann ist sicherlich einer, der sehr konsequent seinen Weg gegangen ist. Einer, der genau wusste, wohin er auch musikalisch wollte und was ich persönlich schätze, weil ich eben auch die Musikschule durchlaufen habe, ist der Umstand, dass das musikalische Spektrum ein sehr breites ist. Man sieht es auch heute wieder von Vivaldi bis zu Hans Zimmer, also ein Zeitraum über mehrere Jahrhunderte. Und das den Musikerinnen und Musikern so beizubringen, wie man das selbst im Kopf hat, ist sicherlich eine Gabe, die man haben muss und die nicht jeder hat. Und ich wünsche dem Philipp, auch wenn er heute den Taktstock übergibt, dass er weiterhin kreativ bleibt, dass er interessiert bleibt und dass er noch viele Jahre die Möglichkeit hat, auch die Musik selbst auszuüben. Philipp Fuhrmann, der heuer im Mai seinen 80. Geburtstag feiert, ist zweifelsohne ein musikalisches Ausnahmetalent, das in der Branche hoch geschätzt wird. Ich habe den Philipp Fuhrmann immer als sehr überlegten Kapellmeister und Musiker erlebt. Seit 1995 moderiere ich die verschiedenen Konzerte. Ich glaube, das ist heute das 25. Frühjahrskonzert, also wir kennen uns schon ganz gut und wir sind auch immer ganz gut ausgekommen und es hat immer sehr viel Spaß gemacht. Philipp Fuhrmann ist für mich ein total gewaltiger Mensch mit einer irrsinnigen Konsequenz, einem eisernen Willen, was ihn menschlich extrem kostbar macht und musikalisch ist natürlich einer der größten für mich. Also es gibt für mich keinen größeren, den ich beschreiben kann, der einfach derartig akribisch arbeitet mit seinen Leuten, Leute fördert, Musiker, Jugendliche auch fördert. Also es ist unvorstellbar, was der in seinem Lebenswerk wirklich geschaffen hat. Unvorstellbar. Nach den Grußworten kam der emotionale Moment der Taktstockübergabe an seinen Nachfolger, Kapellmeister-Stellvertreter Gernot Mang, der damit sogleich seinen neuen Platz am Pult antrat und das musikalische Geschenk überreichte. Tirol 1809 von Sepp Danzer, geheim geprobt, ein Werk seines großen Vorbildes und ehemaligen Kapellmeisters seiner verehrten Stadtmusikkapelle Wilden Innsbruck.
selbstverständlich freue ich mich auf die neue Funktion. Es ist eine gewaltige Herausforderung natürlich jetzt, diesen hervorragenden Klangkörper zu leiten oder leiten zu dürfen. Aber ich habe klare Vorstellungen von dem, was ich machen möchte. Und wir werden dann mit einem jungen Team dann in die neue Periode starten. Wenn Sie sich nur mit ein paar Worten vielleicht jetzt kurz vorstellen. Geboren bin ich in Friesach, wohnhaft bin ich in Schönberg-Lachtal. War im Großen und Ganzen in der Musikschule, habe die Musikschule durchlaufen beim Magister Johann Ferner und bin dann nach der Matura nach Kärnten zur Militärmusik eingerückt. Dann war ich in Graz bei der Militärmusik in Summe 8 Jahre, also als Berufsmusiker, und habe dort in dieser Zeit einige Meisterkurse bei namhaften Dirigenten gemacht und mich eben auch privat weitergebildet auf dem Kapellmeistersektor, wenn man so will. Und ja, habe dann 2008 mit dem Professor Fruhmann begonnen zusammenzuarbeiten, und daraus hat sich dann eine sehr gute Freundschaft entwickelt und freue mich, dass ich jetzt sein Amt dann übernehmen darf. Dem neuen Kapellmeister Gernot Mang wünschen wir alles Gute, sowie natürlich Philipp Fruhmann, verbunden mit einem großen, großen Dankeschön und viel Spaß bei seiner Musikreise nach Hamburg, ein Geschenk des Bezirksmusikverbandes und der Stadtkapelle. Ja, danke möchte ich jenen sagen, die mich über Jahrzehnte lang begleitet haben und meinen Weg insofern unterstützt haben, wenn ich immer versucht habe, Qualität zu bringen, und die diesen Qualitätsweg, der nicht ganz einfach ist, diesen Qualitätsweg mitgetragen haben. Bei denen möchte ich mich in aller herzlich bedanken. Professor Philipp Fruhmann, ein großer, bescheidener Mann, nimmt Abschied und bleibt unvergessen.